dass Sie alle so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind zu diesem besonderen Anlass. Vor 10 Jahren, da war es, dass sich Menschen zusammengesetzt haben. Sie haben gesagt, wir müssen etwas tun. Wir müssen etwas tun gegen Armut, gegen Elend, gegen Not in dieser Stadt. Und Sie haben aufgegriffen den dritten Gedanken, der Anfang der 1990er Jahre über den Atlantik von den USA hier auch nach Deutschland gespart ist. Sie haben aufgegriffen diesen taffen Gedanken, dass man Lebensmittel, die noch gut verwendbar sind, die aber für den Handel nicht mehr in der Weise verwendbar sind, dass man diesen einsammelt und weitergibt an Menschen, die es nötig haben, an Menschen, die das brauchen. Wie gesagt, das ist in diesen Tagen 10 Jahre her. Und heute wollen wir dies zum Anlass nehmen, einen Augenblick innezuhalten und dieses Besondere zu feiern. Es darf, ich finde, mit Stolz auf das Geleistete zurückgeblickt werden. Man darf am heutigen Tag mit Fug und Recht Danke sagen für all die geleistete Arbeit, für all das, was in diesem Zeitraum geschehen ist. Und wir wollen diesen Tag hier und heute dann auch zum Anlass nehmen, die Ausstellung, die Sie hier schon in diesem Raum sehen, zu eröffnen, die Ausstellung Unser täglich Brot mit Tafeln und mit Kunstwerken, die sich eben genau um dieses Thema ranken. Diese Ausstellung, dazu wird eigentlich von mir gesagt werden, die soll uns die nächsten 2 Monate begleiten und auch an vielfältigen Weihnachten festgelegt sein. Eröffnet werden soll sie nun hier und heute mit einem ökumenischen Festgottesdienst, so dass wir nicht nur all den Menschen, die sich engagiert haben, Danke sagen, sondern eben auch unserem Herrn und unserem Gott als dem Schöpfer aller Dinge. Zahlreich sind sie gekommen und ich kann nicht alle namentlich begrüßen, aber ich möchte doch zumindest die namentlich begrüßen, die heute Morgen hier in diesem Gottesdienst mit uns feiern werden. Da darf ich als erstes begrüßen den Schirmherrn der Leverkusener Tafel, den ersten Bürger unserer Stadt, Herrn Oberbürgermeister Reinhard Buchhorn. Schön, dass Sie gekommen sind. Schön, dass Sie heute unser Gast sind. Ich darf auch in gleicher Weise, in gleicher Reihe begrüßen den ehemaligen Schirmherrn und ehemaligen Oberbürgermeister Herrn Hans Wiedler. Schön, dass auch Sie die Zeit heute Morgen hier besuchen. Ich darf ganz herzlich begrüßen den Vorsitzenden der Leverkusener Tafel, Dr. Adolf Staffel. Schön, dass wir es jetzt geschafft haben, dass es jetzt auch nach vielfältigen Vorbereitungen losgehen kann. Die Leverkusener Tafel, sie ist getragen von ganz vielen und ganz vielfältigen gesellschaftlichen Kräften, aber insbesondere auch von den beiden großen Kirchen. So freue ich mich, dass die beiden Repräsentanten der großen Konfession hier in Leverkusen heute Morgen hier zusammengekommen sind und den Gottesdienst mit uns mitfeiern werden. Sie werden in geschwisterlicher Eintracht sich die Predigt teilen. Ich darf ganz herzlich begrüßen den katholischen Stadtdechanten Heinz-Peter Teller und den armenischen Superintendenten Gerd René-Dörke. Schön, dass ihr da seid. Und ich darf begrüßen Frau Dr. Birgit Seligo. Ihr ist es zu verdanken, dass ihr Gedanke, eine künstlerische Ausstellung mit einer Informationsausstellung zu verbinden, Wirklichkeit wurde. Sie hat ganz viele Künstler dafür gewinnen können, dass sie für die Arbeit der Leverkusener Tafel etwas zur Verfügung stellen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und auch alle Künstler, einige haben hier heute schon gesehen. Schön, dass Sie hier sind. Ja, namentlich möchte ich niemanden mehr begrüßen, aber doch noch einige summarische Grüßen. Ich darf ganz herzlich begrüßen all die Mitglieder der Leverkusener Tafel, all diejenigen Menschen, die Woche um Woche mitarbeiten bei der Leverkusener Tafel. Ich darf ganz
Vorstand der Leverkusen-Tafel schön, dass Sie hier sind. Ich darf ebenso herzlich begrüßen all diejenigen, die diese sympathisieren mit der Arbeit der Leverkusen-Tafel, die es ideell und materiell tun. Ich darf begrüßen die Spender und Sponsoren. Ich darf begrüßen die Vertreter aus Handel und Wirtschaft, von den Geldinstituten und aus der Industrie. Ich darf begrüßen diejenigen, die in den Ämtern und Einrichtungen der Stadt immer wieder tatkräftige Hilfe leisten. Ja, ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Um dies nicht zu tun, werde ich jetzt die kirchliche Allzweckwaffe auspacken und alle herzlich begrüßen, indem ich sage, liebe Gemeinde, schön, dass wir hier sind. Schön, dass wir beieinander sind. Einer fehlt, der eigentlich hier neben mir stehen wollte, nämlich, das ist mein Kollege Pfarrer Christoph Engels. Ihm ist ein Missgeschick unter der Woche auf seinem Zweirad passiert. Er sitzt jetzt zu Hause auf seiner Couch und kuriert sich aus. Er lässt aber ganz, ganz herzliche Grüße stellen und er verspricht, die kommende Woche dann wieder ordentlich an Bord zu sein und wieder aufrecht und durchatmen laufen zu können. Ja, und wenn Sie jetzt fragen, wer Sie begrüßen hat, mein Name ist Detlef Größe. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Daraus spricht die Weisheit, dass die Menschen, die sich in der Quelle des Lebens mit Gott aus demjenigen, der alle Dinge geschaffen hat, der uns Weisheit und Kraft geben möchte, dass die Menschen, die sich damit beschäftigen und mit ihm in Kontakt bleiben, dass die besondere Weise Kraft bekommen für sich selbst, aber eben auch Kraft, dies an andere Menschen mit und weiter zu geben. Wir wollen gemeinsam uns dieser Kraft in diesem Gottesdienst vergewissern, indem wir auf Gottes Wort hören, indem wir gemeinsam beten und indem wir gemeinsam singen. Bevor wir gemeinsam singen, noch zwei Bitten. Zum einen möchte ich bitten, dass im Gottesdienst nicht gefilmt und fotografiert wird. Diejenigen, die das dürfen, die das dann auch hier auf ihre Gemeinde zur Verfügung stellen, die wissen davon. Und ich möchte bitten, dass Sie nochmal schauen, dass tatsächlich die Handys ausgeschaltet sind, denn wir haben genug schöne Musik
all seinen Worten und gnädig in all seinen Werken. Barmherzigen, denn sie werden barmherzig.
Zu diesem Jubiläum darf ich Ihnen ganz herzliche Grüße und Segenswünsche des Geistlichen Generalvorstandes und des Kirchenkreises Leverkusen überbringen und einen großen Dank auch sagen an alle, die sich für dieses Stück mehr Menschlichkeit eingesetzt haben und natürlich auch weiter einsetzen. Wir haben das Jubiläum unter das Motto der vierten Bitte des Vater Unseres gestellt, zumindest ja unter dem Anfang, aber man kann sich denken, wie es weitergeht, unser täglich Brot gib uns heute. Es gibt ein Bild, das sich mir ins Gedächtnis eingeprägt hat. Und dieses Bild zeigt die alten, abgearbeiteten Hände einer Frau. Und in ihren Händen behält sie ein frisch gebackenes, ein duftendes Brot. Und dieses Brot hält sie so, dass sie es auseinanderbricht und im nächsten Moment austeilt an Hände, andere Hände, die sich ihr entgegenstrecken. Das zeigt das Bild zwar nicht mehr, aber man kann es sich denken, dass es so weitergeht, einfach weitergehen muss. Für mich ist das so eine Schlüsselszene geworden, im Blick darauf hin, was Brot eigentlich bedeutet. Nämlich mehr als Nahrung, mehr als ein Lebensmittel. Brot, das ist Urzeichen der Gemeinschaft, der Solidarität, der Menschlichkeit, ein Zeichen des Lebens. In der Bibel gibt es eine Geschichte, die ihr so wichtig ist, dass sie gleich 6-mal erzählt wird. Die wunderbare Brotvermehrung oder, wie es auch heißt, die Speisung der vielen, manchmal sind es 4.000, manchmal 5.000, je nachdem eben, wie viele Mäuler gestopft, wie viele Mägen gefüllt und wie viele Menschen eben einfach ernährt werden müssen. Ich erzählte gestern mal, was in allen 6 Varianten ganz gleich ist und gemeinsam ist. Viele Menschen, kurz gesagt, sind gekommen, um Jesus zu sehen und zu hören. Und manche sind von weit her gekommen, jetzt sind sie müde und sie sind hungrig. Und die Jünger, sie sind besorgt um diese Menschen und wollen sie deshalb wegschicken, damit sie sich selber versorgen. Und was dann passiert, das erzählt Lukas in seinem Evangelium kurz und knapp. Jesus aber sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen: Wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Es sei denn, dass sie umgehen sollen und für alle diese Leute essen. Denn es waren etwa 5.000 Mann. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Lasst sie sich setzen in Gruppen zu je 50. Und sie taten das und ließen alle sich setzen. Dann nahm er 5 Brote und 2 Fische. Er sah auf zum Himmel und dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie dem Volk austeilt. Und sie aßen und wurden angesagt. Und es wurde aufgesammelt, was sie am Morgen übrig ließen, 12 Körbe voll. Sie aßen und wurden angesagt. Das ist sicherlich ein Kernsatz in dieser Geschichte. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, warum? Also wie funktioniert das? Diese Wundergeschichte hat natürlich eine lange Auslegungstradition. Und ich erinnere mich an eine Predigt, die das dann so erklärte. Die Leute, die damals da waren, die hatten irgendwie alle etwas da. Eine mehr, eine andere weniger. Und die Ausstrahlung und die Wirkung, die dann von Jesus ausging, sie brachte dann die Menschen dazu, dass sie quasi alle miteinander geteilt haben, das, was sie hatten, und somit dann genug da war für alle und sogar viel genug. Das leuchtet ja durchaus ein, diese Erklärung. Sie kommt auch unserem Realitätsempfinden sehr nahe. Und es unterstützt auch so ein Stück unserer Man muss im Leben ja auch teilen. Aber
geht in dieser Geschichte um eine Wohltat. Nach biblischem Verständnis sind alle Menschen angewiesen auf Speisung, auf Zuwendung, auf Unterstützung. Und das macht uns im tiefen Sinne nämlich menschlich. Das ist das, was uns menschlich macht und was uns im Letzten zu Brüdern und Schwestern. In religiöser Sprache, wir leben alle
Angst. Das kommt zu wenig. Denn eigentlich hat mein geschätzter Vorredner schon alles gesagt. Die Grüße kann ich nur wiederholen und sie auch im Namen des katholischen Stadtdekanats sagen. Gottes Segen, vielen Dank für Ihr Engagement in den vergangenen 10 Jahren und eben viel Kraft für die nächsten Jahrzehnte. Es wäre schön, wenn wir im Abstand von 10 Jahren immer solche Jubiläen feiern könnten, um eben auf die Menschlichkeit in unserer Stadt einen Blick zu werfen. Ich möchte noch 2 Gedanken hinzufügen, die mir soeben bei der Ansprache gekommen sind. Das eine ist, wenn man anderen hilft, verändert man sich selbst. Das, was man anderen gibt, kriegt man auch wieder zurückgeschenkt. Und dieses Geschenk kann man durch nichts anderes ersetzen. Wenn ich etwa an die Ausgabestelle der Leverkusener Tafel in den Pfarreien in Opladen, in den katholischen Pfarreien in Opladen denke, es war überhaupt keine Schwierigkeit, dort ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu bekommen. Für vieles andere muss man erstmal heute suchen. Da sind Dutzende, die mitmachen. Das spricht für dieses Projekt. Und ich habe noch keinen erlebt, der gesagt hat, da gehe ich nicht mehr hin, da mache ich nicht mehr mit, das bringt mir nichts oder da lasse ich zu viel Zeit. Im Gegenteil, wer einmal mitmacht, der wird dabei bleiben, weil man etwas geschenkt bekommt. Man sieht zum einen, so empfinde auch ich das immer, in welchem Überfluss wir eigentlich leben. Und auf der anderen Seite, wie viel Armut es gibt, auch bei uns, ohne dass man sie so in der Öffentlichkeit sieht. Und dieser Spagat, diese unterschiedlichen Empfindungen, die führen dazu, dass man, glaube ich, ein ganzes Stück gelassener und dankbarer wird und vielleicht mit vielen Dingen nicht so selbstverständlich umgeht, wie man das eben so tut, wenn man im Überfluss lebt. Gehören tut es am Ende nichts, so haben sie eben gesagt. So ist das. Ich glaube, das ist eine ganz wertvolle Erfahrung aus dem Glauben heraus, die Leverkusener Tafel diejenigen, die da mitmachen, immer wieder neu schenkt. Und der zweite Gedanke ist, ich glaube auch, dass sich unsere Kirchengemeinden verändern. Ich finde es sehr schön, dass so viele Träger in der Tafel vereint sind. Nicht zuletzt unsere beiden großen Kirchen, nach aber Unterschiedlichkeit gehören fest zusammen. Das äußert sich bei solchen Aktionen. Und wenn ich auch da wieder von den Ausgabestellen und Hauptladen spreche, es kommen Menschen in unsere Räume, die sonst bestimmt nicht kommen würden. Denn wir sind uns doch klar, wir sprechen mit unserer Botschaft eine bestimmte Schicht unserer Bevölkerung an, mehr oder weniger. Es kommen aber da Menschen, die sonst nicht in kirchliche Räume gekommen wären. Das ist für diese Menschen selbst etwas Neues. Man unterhält sich, man lernt sich kennen, es entstehen Beziehungen, ganz bestimmt auch weiterhin Kontakte zum Glauben, zur Kirchengemeinde. Und das andere ist, auch diejenigen, die traditionell unsere Räume benutzen, etwa so ein Pfarrheim mit allen Gruppierungen, Arbeitskreis von irgendwas oder Frauengemeinschaft, Jugend oder wer auch immer, für die ist das auch ein neuer Blick. Ich weiß, das war anfangs ungewohnt. Wie wird denn das sein? Wenn wir in die Massen strömen, wie sieht es denn nachher hier aus, wer räumt denn da auf? Es sind solche Ängste geworden. Es ist alles gut geworden. Alle fühlen sich bereichert und keiner will es mehr wissen. Es ist ein hoher Wert, der da jenseits der Lebensmittel, die verteilt werden, noch dazukommt, wie ein Geschenk. Und das soll unter Gottes Segen stehen, so wie in den letzten 10 Jahren, so auch in Zukunft. Dass wir das haben, dass wir uns also in dem Sinn weiterarbeiten und damit möchte ich schließen und eben dann Gottes Reich und Segen finden. Kriegen wir das denn?
Gott, wir danken dir für den Reichtum der Schöpfung. Wir danken für die vielfachen und vielfältigen Möglichkeiten, die uns gegeben sind. Schenke du uns deinen Geist, dass wir Kraft und Wege finden, verantwortungsvoll mit dem uns anvertrauten umzugehen. Rufe gemeinsam, wir bitten dich, erhöre uns. Gott, wir danken dir für das Wiederengagement, das Menschen aufbringen, um Not zu lindern. Wir danken dir für die viele Fragen der vielen Helfer. Stärke alle, die sich für Menschlichkeit und das Miteinander einsetzen und gib stets ausreichend Kraft, das Nötige zu tun. Lass uns gemeinsam rufen. Stille, das vor Gott, was ein jeder vor
Genau. Sehr geehrter Herr Dr. Stein, sehr geehrte Frau Zivico, meine sehr geehrten Damen und Herren, unser täglich Brot heißt die Ausstellung heute und jeder Christ vervollständigt den Satz sofort mit: Gib uns heute. So passt die Ausstellung, die wir gleich eröffnen, zur Kirche, genauso wie zu der Organisation, zu deren zivilen Jubiläum wir heute gratulieren. Der Leverkusener Tafel. Herr Dr. Staffel hat das Bundesverdienstkreuz für diese Tätigkeit, für sein hohes Engagement, namentlich für den Verein erhalten und das, ich meine, zu vollem Recht und mit Fug. Diese Organisation sorgt nämlich seit 10 Jahren für das tägliche Brot vieler Leverkusenerinnen und Leverkusener. Seit Oktober 2000 gibt es die Tafel, die Lebensmittel an Bedürftige verteilt. Für viele von uns immer noch kaum vorstellbar, dass es Familien gibt, die sich Grundnahrungsmittel nicht leisten können. Leider werden es aber immer mehr. In den letzten 10 Jahren haben allein auf Leverkusener Stadtgebiet 7 Ausgabestellen aufgebaut. 2400 Bedürftige werden inzwischen versorgt. Sie alle profitieren davon, dass Obst in den Supermärkten schon als unverkäuflich gilt, wenn es Druckstellen aufweist. Bäckereien ihre Produkte vom Vortag wie Sauerbier anbieten müssen und Milchprodukte kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr über die Ladentheke geht. Die Leverkusener Tafel sorgt dafür, dass der Weg dieser Nahrungsmittel nicht zur Müllkippe, sondern zur Tafel führt. Denn was leicht angedrückt oder einen Tag über das Mindesthaltbarkeitsdatum alt ist, ist er noch nicht verdorben. Die Tafel hat in den 10 Jahren ihres Bestehens einen festen Platz in der Leverkusener Hilfslandschaft eingenommen. Sie hat darüber hinaus das Thema Armut aus einem Tabubereich herausgeholt. In einer Zeit, in denen sich immer mehr Menschen mit dem Flaschenverhalten ein Zubrot verdienen, kann inzwischen niemand mehr daran vorbeisehen, dass es Armut in Deutschland wirklich gibt. Und es ist längst nicht mehr nur selbstverschuldetes Schicksal, arm zu werden. Denn zur Tafel gehen Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und heute mit ihrer Rente kaum auskommen. Menschen auch, die arbeitslos geworden oder die zu krank zum Arbeiten sind. Eine unzureichende Lebensmittelversorgung ist oft der Grund, dass diese Menschen weiter erkranken und ihre Lebensqualität noch mehr leiden. Und da, an dieser Stelle, setzt die Arbeit der Tafel ein. Da hilft die Tafel. Sie hilft ebenso, den Tag zu strukturieren. Sie ermöglicht Kontakt. Das alles dank 150 Ehrenamtlern, die die Tafel organisieren. Allein in den 10 Jahren des Bestehens der Leverkusener Tafel ist vieles schwieriger geworden in ganz Deutschland. Zwar geht es den meisten von uns immer noch gut, aber die Zeitungen schreiben von der Angst der Mittelschicht vor dem gesellschaftlichen Abstieg und ihrer Tendenz, sich abzuschaffen. Sie, die Sie hier ehrenamtlich tätig sind, tun das Gegenteil. Sie setzen sich mit der Not anderer Menschen auseinander, sehen hin, empfinden mit und versuchen nicht nur, sondern sie helfen. Ich danke deshalb allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, ohne die es keine Tafel gäbe. Genauso danke ich auch den vielen Spenderinnen und Spendern, den Unternehmen, die ganze Fahrzeuge spenden. Ich weiß nicht, Dr. Staffel, wie viel es inzwischen sind. Ich weiß es nicht, 10 Fahrzeuge, 6 Fahrzeuge fahren tagtäglich mit gekühlten Aggregaten
Sünder meist wie in Frieden versteigert und kommen mit ihrem Erlös dann der gottlosen Gabe zugute. Jetzt wird Frau Dr. Birgit Sebeko die Ausstellung einführen und anschließend wird sie durch ihre Staffel eröffnet. Ich wünsche Ihnen gute Arbeit. Sie nimmt unter den seit Jahren hier stattfindenden
Staub leisten, den düsteren Farben vor hellem Hintergrund, vor gelbem Hintergrund dargestellte Gekreuzigten vermittelt den Betrachter an die Zeiten überdauerndes Geschehen. Die daneben befindlichen Vorlagen für Kirchenfenster von Paul Weidmann inspirieren in ihrer Ornamentik absichtsvoll zur Kontemplation am heiligen Ort, gleich einer seelischen Speise. Der Kartusburg St. Anna in Kohle und Aquarell zeigt in klarer Gliederung und ruhigen Farben ein in der Bildmitte angeordnetes Kreuz. Dies trennt nach außen gelb abgesetzt den das zeichnerische betonenden floralen Bildraum ab. In dieser Nische hier drüben geht es zuerst um den Aspekt menschliche Eigenschaften. Das Ölgemälde in der Aufsteiger von Dietrich behandelt als Todsünde die Gier. Es zeigt in kantigen Formen, eckigen Konturen sowie einer groben Pinselstruktur mit beabsichtigten stofflicher Wirkung des Bildgegenstands den rücksichts- und tugendlosen Aufsteiger. Antike und christliche Tugenden und eine für den Begriff hilfreiche Barmherzigkeit gelten ihm nichts. Es fügt sich an der Aspekt Familie und Freunde. In der Radierung Mara von Stefan Maria Eller ist in ausdrucksvollem Licht- und Schattenspiel ein etwa neunjähriges, umlocktes Mädchengesicht mit angedeutetem Oberkörper dargestellt. Das Bild wird vor den großen, bittenden und wartenden Augen beherrscht. Das Mädchen hat Hunger. In seiner suggerierten Kindlichkeit ist es auf Hilfe, Liebe und Barmherzigkeit angewiesen. Daneben der Aspekt Arbeitgeber. Jenseits aller ausgeübten Tugenden sind Arbeitskraft und Arbeitgeber essentiell für die Ernährung und Lebensweise der Menschen. Das in warmen, lebensvollen Farben enthaltene Ölgemälde von Jutta Wessel stellt das Bayer-Casino in Leverkusen dar. Mitarbeiter-Restaurant für den Schenkmarkt, den größten Arbeitgeber, sowie traditionsreiche und zugleich moderne Begegnungs- und Veranstaltungsstätte. Der sechste Aspekt wird hier an der Stirnseite beispielhaft erläutert, die Natur. Das Werk von Andrea Rost und Titelfotografie auf Plane stellt eine gekresse bepflanzte Körperschale dar. Die weibliche Körperform als Sinnbild alles Kreatürlichen wirkt durch die bevorzugte Ernährung der Pflanzen in tiefer gelegenen Schichten im Abbild räumlich. Es ist der Zeit sowie der Endlichkeit aller Dinge gewidmet. Der Mensch ist eingebettet in die Natur und ihre Prozesse. Ein ewiges Werden und Vergehen. Ich wünsche Ihnen eine interessante Begegnung mit diesen Kunstwerken und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Tafelfreundinnen und Tafelfreunde, so darf ich Sie erwähnen, weil Sie sich heute hier eingefunden haben. Der Oberbürgermeister Buchwald hat schon auf die Kunstwerke und die Versteigerung hingewiesen und Frau Dr. Sebeko, die die wunderbare Idee hatte, Künstler zu bieten, Kunstwerke für die Tafel zu spenden, hat Erläuterungen zu den Kunstwerken gebracht. Jetzt wollen Sie wahrscheinlich wissen, was macht denn die Überbürgermeister Tafel mit dem Geld, das hoffentlich recht reichlich bei der Versteigerung erzielt wird. Wir haben eine Umbauung im Bunker Dönerstraße 103 unserer Zentrale vor. Die wir vor 10 Jahren den halben Flachbunker von der Caritas als Untermieter übernahmen, dachten wir würden die Räumlichkeiten nie ausfüllen. Nach 10 Jahren sieht es ganz anders aus. Wir platzen aus allen Nähten und haben vor dem Bunker schon 2 Übersetzungen aufgestellt, um die Enge etwas zu beheben. Der Engpass bleibt. Die enge Eingangs.
diese ökumenischen Gottesdienste möglich waren. Frau Frauke Lang an der Flöte und Herr Michael Christa an der Orgel. Die schützenden Hände unseres Schirmherrn, der Bürgermeister Hochborn und seine stete Bereitschaft, für die Tafel aktiv zu werden, macht uns sehr, sehr glücklich. Last but least herzlichen Dank an den Pfarrer Dr. Prösler von Engels, der leider nicht da sein kann, den in allen Veranstaltungen zum Gelingen der Tafelarbeit und des Jubiläums beigetragen haben und beitragen werden. Sollte ich jetzt bei meiner Danksagung jemanden vergessen haben, so bitte ich um Verzeihung. Schieben Sie es bitte auf mein hohes Alter. So, jetzt habe ich aber schon zu lange gesprochen und möchte nach dem Segen die Ausstellung eröffnen. Und unser Hausherr Pfarrer Dr. Prösler wird Sie dann gleich noch zu einem Empfang einladen. Lassen Sie uns zum Abschluss singen. Unser